Worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nie vergessen, die Solidarität. Wir sind das Volk. Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne. Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Hey, ihr drei Touristen, where do you come from? We're standing here for freedom for Gustl Mollat. He is in 7 years behind bars. Come back. Where you going? Where you think you're going? I'm Nina Hagen, hier spielt die Musik. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher auf die blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Ich brauch mal was zu trinken. Das große Blatt, was Warmes bitte. Hot da. Hot. Da war doch ein Kaffee im Auto. Heiß. Na, wenn schon, denn schon. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden. Dann kommt schon der Tag. Und für unsere Mitbürger, Mitmenschen in den Psychiatrien ist jeder neue Tag wieder ein neuer Tag. Mit Folter, mit Diebstahl der Menschenwürde, denn es ist keine Betastung oder Befummelung von der Menschenwürde, sondern es ist eine grobe Verletzung, die hier geschieht. Und wenn wir Menschen uns darüber nicht endlich mal auf einen Nenner kommen und die gesamte Bevölkerung hier bei uns in Deutschland auf diesen Nenner kommt, ja, dass Zwangspsychiatrie eine grobe Verletzung unserer Menschenwürde ist, die es uns im Grundgesetz doch garantiert wird. Ja? Dann, Leute, empört euch. Man kann sich doch kreativ empören. Ihr müsst doch nicht denken, wenn jemand von euch um Solidarität bittet, dass ihr gleich Angst um euren Job und euer Leben haben müsst. Das brauchen wir nicht, wenn wir zusammenhalten. Da gibt es keine Willkür mehr. Und deswegen plädiere ich ja für einen größeren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Selbst unsere Bundeskanzlerin schwärmt von dem Zusammenhalt, der in Deutschland vorherrscht. Ja? Die Solidarität, der Zusammenhalt. Das ist das, worauf wir uns stützen können, auf uns. Wo jetzt die Hochwasserkatastrophe geschehen ist, haben die Menschen auch wunderbar zusammengehalten. Die sozialen Netzwerke haben getickert. Überall sind die Sandsäcke zur rechten Stelle an den rechten Platz geschafft worden. Es war wunderbar, das mitzuerleben, diese Solidarität. Und das müssen wir doch wieder hinkriegen. Gustl, wir kämpfen für dich.